Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. Und somit herzlich willkommen zurück. Wieder zu Battlefield 1. Wir sind wieder hier gestrandet. Und sind auf der Suche nach Matteo. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ach, ich liebe Pistolen, ey. Ich weiß auch nicht. Ich finde Pistolen so geil. Was haben wir dann hier für eine Maschinenpistole? Oh, die sieht aber auch nice aus. Oh, die geht auch schnell ab. Die ist aber auch sehr schnell leer, glaube ich. So, müssen wir denn da hin? Alles klar. Also begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Okay. Also ein wenig verteidigen. Boah. Meine Güte, ey. Ah, da geht schon ab. Okay. Oh, ich finde Pistolen so geil. Die Pistolen haben eigentlich auch den meisten Schaden, meines Erachtens. Gerade weil es halt so eine Einhandwaffe ist. Und ich finde, sie haben auch den meisten Schaden, auch im Multiplayer. Also Pistolen, die gehen schon gut ab. Sollen wir jetzt hier schon verteidigen oder wie? Die rennen ja alle weg. Habt ihr jetzt Schiss oder was? Ah ja. Konnten sie hören, bevor wir sie sahen. Okay. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung. Panzer habe ich jetzt eigentlich keine Lust. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Da ist noch einer. Komm her. Oh Gott. Meine Güte. Oh, da kommen sie. Da soll ich mich ja ein wenig verpissen jetzt. Ja, yeah, das waren mal zwei nice Headshots, glaube ich. Okay, einer ist down. Oh, scheiße, ich auch gleich. Aber sollte nun mal kein Problem darstellen. Geil, im Rennen ein Heady verteilt. Ah, da oben. Da will ich ran. Leck mich mal dahin, Junge. Hallo. Boah, was ist das denn für ein Scheiß? Ist der nicht mehr dran, oder was? Oh, Mann. Na gut. Dann eben so. Also die Waffe zeckt übelst, ey, muss man sagen. Ist zwar verdammt schnell leer, aber die ist top. Ich will mal wissen, ob die Multiplayer auch so abgeht. Oh, scheiße. Oh. Der hat mich zum Glück nicht richtig anvisiert. Wie, noch ein Panzer? Scheiße.
würde ja echt gern mal an das Geschütz. Ja, der Blödmann lässt mich nicht, ey. Dabei steht doch hier halt. Oh Mann. Ich glaube, ich muss die Panzer zerstören, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Na komm. Sehr schön. Oh. Perfekt hier. Luftunterstützung. Mit bloßer ich verarschen, ey, da steht einer noch mit. Die Hütten waren sicher und ich musste weiter. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Okay. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Oh, ich bin eigentlich mit der Waffe ganz zufrieden. Gehen wir nochmal hier weiter. Lol, überall Leichen hier. Die Leichen zeigen mir den Weg sozusagen. Okay, da hinten in dem Bunker wahrscheinlich ist dann das Finale. Oder können wir da als erstes hin? Ne, hier ist näher. Gehen wir doch erstmal hier. Aus den Gräben, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal, wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Ah ja. Okay. Das war's wohl dann hier. Dann da hoch. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Altfeuer. Scheiße. Geht's dann hier jetzt lang? Okay. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Oh, Entschuldigung, ich musste gerade mal niesen. Ich hatte keine Rüstung. Ich bin nämlich das echt erkältet. Oh Gott. Ah. Oh, was denn hier für eine Action, ey. Will noch mal ein bisschen Pistolenmunition haben. Ah, Entschuldigung, wenn ich auch die Nase als hochziehe, aber irgendwie seit gestern habe ich mich bei meinen Kids angesteckt. Ja. Wie geil die immer fliegen, ey. Naja. So. Okay. Ach, ich bin so zufrieden mit der Waffe, also kann mich hier echt nicht beschweren. Ja dann. So, ja. Okay, jetzt sind wir wohl hier im Inneren. Oh. Geht's aber gut ab. Na, schauen wir mal. Schleichen wir uns mal von hinten, ne?
Ah, geh doch. Ah, nice. Oh, da hinten ist ein... Oh. Das ist ein Dicker. Ah, hier ist er. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Das war knapp. Meine Fresse. Jetzt hätte er mich beinahe gehabt. Das war knapp. Jetzt hat er sich... Noch einer, oder wie? Nee, das war der von gerade eben. Oh, keine Munition mehr. Okay, jetzt bräuchte ich dann doch mal eine Waffe. Ah, ja, Meister. Oh, scheiße. Na gut, treffen sollte man vielleicht auch. Na, jetzt habt ihr alle Schiss, oder was? Komm her. Nix. Das auch noch. Ja. Da noch einer. Ist das das Ziel? Nee. Okay. War das Matteo oder was? Nach einer Weile ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Ah ja. Ich denke jeden Tag an dieses Feld. Die Suche fast aufgegeben und hoffte, Matteo wäre vielleicht doch noch entkommen. Doch dann... Nein! Nein! Hörst du mich? Hörst du mich? Er dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Wer entscheidet sowas? Ja, Matteo leider tot. Das ist halt die traurige Seite des Krieges. Theo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.